Liebe Steirerinnen und liebe Steirer, die Bundesregierung hat weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gesetzt. Ich weiß, dass es vielen schon auf die Nerven geht, aber bei allen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die uns jahrelang noch beschäftigen werden, müssen wir jetzt zuallererst an die Gesundheit der Menschen denken. Das hat Priorität. Ich bitte Sie daher durchzuhalten und danke all jenen, die sich auch schon bisher konsequent an die Maßnahmen gehalten haben. Ein großes Danke aber auch an all jene, die auch in dieser Zeit ihrer Arbeit nachgehen. Das Gesundheits- und Pflegepersonal, die Mitarbeiter im Handel, die Lieferanten, das Reinigungspersonal, die Mitarbeiter in allen produzierenden Betrieben, bei der Post und Zustelldiensten. Ich danke dem Personal in den Schulen und Kindergärten, beim AMS, in der Wirtschaftskammer, der Arbeiterkammer und selbstverständlich auch all jenen, die in den Ämtern und Bezirkshauptmannschaften eigentlich rund um die Uhr im Einsatz für die Menschen sind, um alle notwendigen Bescheide auszustellen. Ich habe jetzt mit Sicherheit auf jemanden vergessen, aber mein Dank gilt allen Heldinnen und Helden, die auch jetzt unermüdlich im Einsatz für unser Land sind und dieses Land am Leben halten.